Ja, erstmal wow und moin moin und willkommen auf meinem Kanal. Ja, das ist das erste PlayStation 5 Spiel, was ich spiele auf meinem Kanal. Was nicht daran liegt, dass ich die PlayStation noch nicht länger schon habe. Sie steht schon etwas länger hier, aber ich hatte noch kein richtiges Spiel, was ich spielen konnte. Und es ist auch noch nicht wirklich was Neues rausgekommen. Aber Demon's Souls würde ich ganz gerne mal spielen, da ich ja Dark Souls auch auf der Switch gespielt habe. Und Demon's Souls hatte ich nie gespielt. Ich kenne das auch gar nicht. Ich habe ja, abgesehen von Dark Souls 1, habe ich eigentlich kein anderes Spiel von From Software gespielt. Ah, doch, Bloodborne natürlich, das habe ich auch gespielt. Das waren die beiden Spiele. Und Demon's Souls hat mich damals gar nicht gereizt, weil ich es auch gar nicht so mitbekommen habe. Huch, das wollen wir nicht nochmal sehen. Deshalb ist das Spiel jetzt hier rausgekommen und ja. Ich kenne es nicht, denn er damals das Original nie gespielt. Und ja, deswegen denke ich mir, lass uns das mal angehen. Es wird wahrscheinlich knüppelhart sein, so wie ich es schon gehört habe. Und wird es fluchen. Aber ich dachte mir, ich probiere es trotzdem mal. Sekiro habe ich auch angefangen, wisst ihr schon. Und habe ich gerade nicht weitergemacht. Das liegt aber nicht daran, weil ich keine Lust habe, sondern ich habe gerade einfach zu viele andere Sachen zu tun. Trotzdem würde ich ganz gerne Demon's Souls anfangen, damit ich einfach noch ein PlayStation-Spiel mit reinnehmen kann. Und hier reizt mich insbesondere einfach die Dark Souls-Reihe. Deswegen, wir fangen einfach mal an und schauen mal, wo uns der Weg so hinführt. So, Frosch im Hals, ein bisschen genug geplappert und los geht's. So, Einstellung, was kann man da einstellen? Spiel, Anzeige. Ah, okay, hier kann man Anzeige anpassen. Visueller Modus, geht auf Leistung. Kinomodus, Leistung. Okay, ich weiß jetzt nicht genau. Leistung wird wahrscheinlich sein. Ich glaube. Kommt drauf an, was wir haben wollen. Also ich würde ganz gerne mit 60 FPS spielen. Also wir gucken jetzt mal bei Leistung, gucken uns das gleich an. Und sonst wechseln wir einfach wieder. So. Sprache war jetzt eingestellt. Gut. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Ich hoffe, da ist ein Tutorial bei, weil ich weiß gar nicht mehr die Steuerung. Also von Dark Souls. Ich denke mal, es wird ähnlich sein, aber. So will eine befugte Körperform. Eine Frau oder ein Mann? Wir sind ein Mann. Okay, Spielername. Ja. Schaden schlägt er mir vor. Schande, Schandmaul schlägt er mir vor. Nein, wir nehmen einfach hier Schansen. Das passt doch. Fertig. So, was sind wir? Soldat? Ach so, okay, müssen wir mal gucken, was wir uns da nehmen. Ein Soldat niederer Klasse, der auf dem Schlachtfeld stets an der Front steht. Dank hoher Vitalität und robuster Rüstung ist er Gefahren gegenüber gewappnet. Okay, was haben wir da drüben dann zu sehen? Ritterklasse ist relativ forsch in der Region Südboletherias. Dank widerstandsfähiger Rüstung und hervorragender Nahkampffähigkeit ist er auf jede Situation vorbereitet. Ein Jäger. Ein Spitz. Mein Gott, das sieht schon fein aus im Gesicht. Ein Spezialist für Tätigkeiten im Freien mit Axt und Bogen ist er auf jeder Gefahr vorbereitet. Priester, ein Soldat der Kirche, die einer Gott versiert im Nahkampf und in der Lage, ein heilendes Wunder zu wirken. Magier, ein einfacher Bürger, der das Zaubern lernt hat, kann dank seiner magischen Fähigkeiten und hohen Intelligenz Kämpfe aus der Ferne bestreiten. Wanderer? Also nicht so viel Unterschied, ne? Na gut. Ein Soldat mit leichter Ausrüstung. Okay. Mit seinem Fall ist er ideal für Situationen gerüstet, die schnelles Denken und schnelle Reaktion. Dieb, Tempelritter? Ein besonderer Tempel ist. Was nehmen wir denn da? Ritter, was gibt es in der Vitalität? Haben wir hier am höchsten. Axt und Bogen klingt auch gut, ne? Priester. Ist auch ganz geil, wenn jemand heilen kann. Nehmen wir mal den Priester. Oder? Ach, man kann hier. Kann sogar die Umgebung ändern, aber das bringt uns nicht so viel. Nehmen wir den Priester? Ich glaube, wir nehmen den Priester. So, Kunai. Was ist denn dein Geschenk? Ein giftige Wurfwaffe? Erhöht die Chance, Gegenstände zu finden? Stellt mit der Zeit einige MP des Nutzers wieder her. Elixier? Erhöht kurze die Ausdauer, Regenerationsrate? Stellt mit der Zeit einige TP des Nutzers wieder her. Augit der Führung. Ein Stein, der einen Weg beim Licht ausstrahlt. Ölgefäße. Zeugt man Werfer eine hohe Flamme. Seelenreste.
Handpfeile. Geschenkinformationen. Nehmen wir das hier mit. So. Vorlage. Lege die Vorlage für den Charakter fest. Aussehen. Achso. Ne, wir wollten der sein. Stil. Sieht cool aus. Die Stimme. Der ist gut. So, Aussehen. Natürlich ziemlich cool, dass man das Aussehen verändern kann. Hat schon was. Ich wollte mal kurz hier. Ich werde einmal kurz was an meine Bildeinstellung machen. Ich finde, das wirkt so ein bisschen blass alles. Kommt mir das denn so vor oder ist das wirklich so blass? Na gut, sieht so, scheint so blass aus irgendwie. Wirkt auf meinem Monitor alles ein bisschen. Naja, egal, also. Die Haut. Oh, die ist gut. Alter. Ah, komm, ein bisschen älter kann man ruhig sein. So. Ah, stämmiger. 35. Gewicht. Och, komm, das reicht so. Perfekt. Gesicht. Okay. Augenbraue brauchen wir nicht. Augen will ich auch machen. Die Augen gefallen mir aber hier. Ach, guck mal, da kann man auch noch. Ich mag schon, wenn ich ein bisschen normal aussehe. Die Hauptfarbe darf meinetwegen ruhig schon ein bisschen blau sein. Obwohl, nee, ich habe auch grüne Augen, also eher so grünlich. Und ein bisschen ganz so, so. Ja. Die Zweitfarbe wird ein bisschen helleres Grün werden. So. Perfekt, perfekt. Also wie viel man da machen kann. Leuchten? Muss nicht leuchten bei mir. So, vielleicht. Oh komm, ich ändere da jetzt gar nicht so viel. Gesichtsbehaarung könnte man noch ein bisschen was machen. Eine Pornoleiste. Also Haare kriegen sie immer noch nicht so gut hin, ne? Egal, was für ein Spiel, Haare ist immer... Da, das ist doch gut, ein 3-Tage-Bot. Ja, perfekt. Oh, warte mal, die Haare, ganz oben. Was gibt's denn noch hier so? Ah. Heieiei. Die mag ich. Schlicht. Ja. Ja, ganz schwarz nicht. So. Das ist gut. Das gefällt mir. So, ein bisschen Dekor noch im Dekor. Mal gucken, was er da sieht. Auch abgefahren aus. Narben. Warum sollte man immer Narben haben, fragt man sich, ne? Alter, sieht aus wie bei Star Trek. So. Ich finde das eigentlich ganz cool mit den Dingen. Oh, lass mal so. Jo, sieht doch schon nett aus. Abschließen. Los geht's. Indem er die Macht der Seelen kanalisierte, brachte König Alland der XII. Seinem Königreich im Norden, Boletaria, beispiellosen Wohlstand. Bis zu dem Tag, als dichter, farbloser Nebel über das ganze Land fiel. Boletaria wurde von der Außenwelt abgeschnitten. Und wer sich in den dichten Nebel hineinwagte, ward nie mehr gesehen. Doch Wellafex von den königlichen Zwillingsfängen konnte dem Nebel entkommen und klagte der Welt Boletarias Leid.
das der alte König Alant, das Uralte, erweckt hatte. Die gigantische Bestie, die unter dem Nexus in ewigem Schlaf lag. Und dass ein farbloser Nebel gekommen war, der schreckliche Dämonen entfesselte. Die Dämonen machen Jagd auf Menschen und stehlen ihre Seelen. Wer seine Seele verliert, verliert auch den Verstand. Wahnsinn greift um sich und das Chaos regiert. Velafax sprach auch von der verführerischen Macht der Dämonenseelen. Verleibt sich ein Dämon eine menschliche Seele ein, wird seine eigene Seele durch ihre Lebenskraft gestärkt. Und die Macht einer ausgewachsenen Dämonenseele übersteigt jede Vorstellungskraft. Die Legende sprach sich herum. Starke Krieger, den Verlockungen erlegen, wagten sich durch den Riss in das verfluchte Land. Doch keiner kehrte zurück. Jor von den Zwillingsfängen. Jod, der stumme Häuptling. Sankt Urbain. Skurver der Vagabund. Die sechste heilige Astraea mit ihrem Ritter Garl Winland. Und Freyk, der weise Hellseher. Der farblose, dichte Nebel verbreitet sich langsam über Boletaria hinaus. Die Menschheit blickt ihrer schleichenden Ausrottung entgegen. Der dichte Nebel wird eines Tages unsere ganze Welt verschlungen haben. Doch Boletaria hat noch eine Hoffnung. Einen einsamen Krieger, der dem tödlichen Nebel getrotzt hat. Wird er das Land erlösen oder nur ein weiterer Sklave der Dämonen sein? Tapfere Seele, die den Tod nicht fürchtet. Ich werde euch zum Riss führen. So dass ihr das Uralte wieder in Schlaf versetzen könnt. Wow! Also, ein cooles Intro, muss ich sagen. Hat mir echt gefallen. Ich habe mich nicht spoilern lassen durch irgendwelche Sachen im Internet. Denn ich will das Ganze ja frisch erleben und nicht schon irgendwas gesehen haben. Das Lustige daran ist, dieser Controller, der ist einfach mal echt geil. Also diese... Also der Controller ist einfach top. Ich habe noch nie so ein... Also der Controller ist echt gut. Also ich sag mal so, der Switch-Controller hinkt leider ein bisschen hinterher. Aber also von der Form her mag ich den Xbox-Controller immer noch lieber. Aber dieses mit diesen Vibrationen und so, das ist schon... Das hat schon was mit diesem HD Rumble zu tun. Also hier. Achso, was ist das denn? Standardgriff R1. Standardangriff, okay. Also ist ja so wie bei Kratos, ne? Oh, da kann ich richtig zuhämmern. Oh. Oh. Okay. Gut. Das sieht schon echt Schmuck aus. Kein Vergleich mit Dark Souls, ne? Das finde ich geil. Wir machen sie auch noch ein Remake von Dark Souls zu das hier. Also, es gab ja schon mal ein Remaster, aber. L Richtung plus nur gedrückt, halt wir sprinten. Okay. Gut, laufen. Blocken ist L1. Okay, dann kann auch zurückhauen. Okay. Zielerfassung R3. Erfasstes Ziel ändern mit R. Okay. Jetzt habe ich ihn. Okay. Ah!
Oh. Eieiei. Wow. Das sind echt mal geil wuchtige Schläge. Also, wenn der zuhaut, das... Du kriegst das hier so richtig schön im Controller mit. Das ist echt cool gemacht. So. Da kommen wir nicht hin. Die Schnur, kann ich irgendwas machen? Die hängt da nur, okay. Das ist eine Treppe, aber die führt nirgendwo hin, okay. Eine Leiter. Gehen wir da hoch. Alter! Eieiei. Kommt der auch um die Ecke gefegt, der Typ. Sicher Mondgras. Okay. Weiß noch nicht, wofür das ist. Aber ist ja noch, wir sind noch nicht ganz durch. Wir müssen die Einleitung durchspielen hier. Ah, okay. Hier geht die Rolle. Gegenstand benutzen. Mit dem Viereck. Gegenstand wechseln. Okay. Ich habe noch nichts. Ach, okay, jetzt habe ich das benutzt. Da kann ich meine Waffen wechseln, okay. Ach so, weil ich habe wahrscheinlich nur eine Sache, deswegen kann ich nichts wechseln gerade, okay. Nein. L gedrückt halten, über Geländer springen. Okay. Erstmal gucken wir den an hier. Hier Mondgras. Okay, man hört da was. Hier kann ich jetzt rüberspringen. Okay, hier ist aber auch gleichzeitig eine Treppe. Ich dachte, ich könnte da hochklettern. Kann ich gar nicht. Okay. Ah, es sieht schon... Sieht schon echt nett aus alles hier, muss man sagen. Rückwärtsschritt, rollen, okay. Ah, da ist er. Okay, rollen ist auch cool, ne? Er ist natürlich sehr behäbig, der Mann, also sehr langsam. Aber das kannte ich ja schon von... Da ist noch einer da hinten, ne? Sollen die erstmal platt machen, Jürgen? Okay. Okay. Geh mal hier hoch. Aber man hört euch die Geräusche an, ey. Das knurrt was, also richtig groß. Man hört, dass es irgendwas Monströses sein muss. Guck mal lieber hier, ob hier irgendwas ist. Ah, guck mal. Da liegt jemand. Sicher Mondgras, okay. Das heilt uns, das ist schon mal nicht schlecht. Oh. Ich glaube, du spinnst. Eieieiei, hat uns ein bisschen Leben weggenommen. Hier irgendwo versteckt, der Bastard. Was ist das jetzt hier? Ah, ein Keilschirm, okay. Das ist dann wie das Lagerfeuer bei Dark Souls wahrscheinlich, ne? Oder auch nicht. Starkangriff R2. Okay. Oh. Ganz ist ja noch ein Tutorial hier. Parieren. L2, fand ich abwehren. Nach Parieren R1 Gegenschlag. Okay. Also. Wir probieren es mal. Falls einer kommt. Da hinten ist einer. Der kommt auch schon angelaufen.
Oh. Wow. Sind einfach mal wuchtige Schläge. Also das habe ich mal noch kein Spiel erlebt, dass das so wuchtig sich anfühlt. Also so richtig geil fühlt sich das an, wenn man zuhaut. So. Das macht aber Spaß zu schlagen, muss man sagen. Oh. Okay. Da habe ich, oh, da habe ich Eutrum. Da hat er mich aber auch weggerumst, der Typ, ne? Alter Schwede, hat er mich getroffen. Naja. Guck, hier irgendwo einer um die Ecke kommt. Waffe beidhändig führen. Okay. Okay. Das ist natürlich cooler, wenn man das so macht, oder? Da ist das ein... Das, ja, es macht... Echt Laune, so zuzuhauen, echt. Glaubt man gar nicht. Waffe wechseln, rechte Hand, linke Hand. Achso, okay. Ich habe jetzt keine andere Waffe hier, ne? Okay, jetzt habe ich irgendwas genommen, das war natürlich dumm. War jetzt nicht der Sinn der Sache. Na gut. Zu spät. Wir haben ja keine andere Waffe gerade, deswegen... Egal. Kann man sie kaputt machen hier? Gut, dann Bein? Ne, kann man nicht. Mit ausgerüsteten Talisman R1 Wunder wirken. Ach, das ist das hier. Das ist der Talisman, ne? Wahrscheinlich. Kann man hier irgendwas sehen? Rechte Hand, Platz 1, Gottes Talisman. Okay, was für ein Wunder kann ich denn da wirken? Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist damit, muss ich zugeben. Aber naja, wir machen erstmal das hier. Okay, da ist ein. Wollte mich mit seiner Armbrust imponieren? Ich glaube, er spinnt auch, der Typ. Seele eines unbekannten Kriegers. Irgendwas hier unten? Ich glaube, ich sehe nichts hier unten, ne? Blubbert was, aber mehr auch nicht. Aber da oben ist einer. Okay. Okay, den Nebel durchforsten wollte ich jetzt nicht gleich. Gibt es hier noch irgendwas, was man gucken kann? Oh, was war das denn? Das ist der Nebel, der mich so blendet? Okay. Dann gehen wir mal durch. Oh, es hakt. Bei diesem Spiel oder App ist ein Fehler aufgetreten. Na, das ist ja super. Ja, meld das mal ruhig. Das ist ja schade. Das ist ja ätzend. Okay. Naja. Super PlayStation, würde ich sagen. Nein.
Also, ich habe bis jetzt noch wirklich, ohne Witz, ich hatte noch keinen einzigen Absturz auf der Xbox. Aber hier kann es egal sein, müsste eigentlich relativ schnell geladen werden. Aber ist wirklich so, ich hatte noch keinen Absturz bei der Xbox. Das ist der erste Absturz bei der PlayStation. Und gleich bei dem Spiel, das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich. Stell dir vor, das passiert mittendrin bei so einem großen Kampf oder so. Ah, das nervt mich jetzt ja schon so ein bisschen. Muss ich das jetzt nochmal machen hier? Das ist natürlich auch noch doppelt so ärgerlich. Ne, die habe ich alle erledigt schon. Aber können wir durchlaufen, okay. Ja, okay, können wir durchlaufen. Glaube ich. Ne, okay, hier sind keine Gegner, also ist das nicht so schlimm. Machen wir das, rennen wir schnell längs. Machen das fertig. Aber es ist trotzdem ärgerlich, ne? Also ich meine, so ein Spiel sollte eigentlich nicht abstürzen. Also gerade bei so einem... Gerade wenn man... Oh! Okay, der lebt ja noch. So. Das ist schon krass, dass das abgestürzt ist. Also, nun gut. Schwamm drüber. Hoffen wir, es passiert nicht nochmal. Da oben wird ja auch noch da sein dann, ne? Ja, okay. So, und auch auf ihn hier. Nein, ich wollte die Leiche untersuchen. Wie dumm war das denn? Ja. So. Okay. Kann er sich kaputt machen? Nee, kann man nicht, ne? Okay. Weiter geht's. Da ist noch ein Nebel. Gehen wir auch durch? Wahrscheinlich. Vorhut. Oh. Ah, scheiße. Oh. Fuck. Mein Gott. Oh. Na, ja, das war's. Ach du Kacke, ey. Da hab ich gar nicht gerechnet, dass jetzt schon so ein Gegner kommt. Ich dachte, es wäre noch. Ich dachte, ich war noch. Der Verlorenen aus okay. Ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Auf dass die Welt geheilt werde. Okay, vielleicht musste man den gar nicht besiegen, sondern es ging darum, dass man stirbt. Oder man kann ihn gar nicht besiegen, vielleicht auch, kann natürlich auch sein. Dies ist der Nexus. Er hält den Norden Boletarias zusammen. Ihr könnt den Nexus nicht verlassen, aber die 5 Keilsteine führen euch in die äußeren Länder. Hä? Du bist gestorben und deine Seele ist im Nexus gefangen, aus dem es keinen drinnen gibt. Ist ja blöd. Okay, Dämonenseelen. Wo kriege ich die denn her? Schnacken wir doch mal mit dem Mann hier. Oh, ihr seid wohl auch durch den Riss geschlüpft, nicht wahr? Kamt ihr wegen der Dämonenseelen? Oder um dieses Land zu retten und als Held verehrt zu werden? Ihr jagt Dämonen? Dann versucht es bei den Keilsteinen. Nun geht. Deshalb kamt ihr doch hier, nicht wahr? In das verfluchte Boletaria. Okay. Was steht hier? Ist er gestorben? Wer ist er? Seid ihr neu hier? Kann ich euch zu Diensten sein?
Weiß ich, ich bin Baldwin. Nur ein gewöhnlicher Schmied. Ist ganz simpel. Bringt mir so viele Seelen wie möglich. Zum Tausch gebe ich euch Waffen. Oder verstärke die, die ihr schon habt. Mit euren Seelen kann ich mein Leben bestreiten. Und mit meinen Waffen werdet ihr länger leben. Ein guter Tausch, oder? Definitiv. Ausrüstung reparieren. Alles reparieren. Reparieren wir alles. Okay. Und dann kannst du eine Waffe aufwerten. Mein Streitkolben zum Beispiel. Was kostet denn das? 300, okay, die haben wir nicht. Und hier mein Schild? 260, okay. Okay, da brauchen wir noch ein paar Seelen. Was für Gegenstände kann ich denn kaufen bei dir? Sichel Mondgras? Hab ich ja. Stellt eine kleine Menge. Erneuert die Haltbarkeit. Waffe rechte Hand. Ach, hier kann man die Waffen. Okay, die können wir auch noch nicht kaufen. Was ist das? Gegenstände, Waffen. Okay. Na gut. Bleib bloß am Leben. Ich brauche Kundschaft. Und wer bist du? Ich bin Lagerist Thomas. Als die Plage kam, traf sie mich unerwartet. Als ich zu mir kam, da war ich hier, in diesem Nexus. Meine Frau und Tochter wurden Opfer der Dämonen. Ärgerlich. Aber im Kampf wäre ich nutzlos. Doch zumindest hoffe ich, euch tapferen Dämonentötern meine Hilfe anbieten zu können. Womit? Ich nehme gerne etwas von eurer Last und passe auf überschüssiges Gepäck auf. Ach, da kann ich so Sachen reinpacken? Okay. Nee. Aber warte mal. Ich sehe gerade, ich habe ja tatsächlich was noch dabei. Und zwar hier. Die kann man doch bestimmt benutzen, oder? Dann kriegt man Seelen. Schau dir an. Jetzt kann ich doch glatt meine Waffe bei ihm stärker machen hier. Wiep, wiep. Ist ganz simpel. Ist ja wie bei Dark Souls, ne? Also. Bringt mir so viele Seelen wie Tausch. Mit euren Seelen. Man kann auch meinen Streitkolben ein bisschen stärker machen. Ach, Materialien für ihn auch noch. Was brauche ich noch? Ich brauche Hartsteinscherbe. Okay, gut. Kein Interesse, hä? Nee. Ich sehe schon, ihr haltet nicht lange durch. Nachrichten von Wert voraus. Alter. Na gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal da oben rein, oder? Oder was kann ich hier noch? Was gibt's denn hier noch so? Jetzt ist keine Zeit, um Nachrichten zu lesen. Okay, also das ist wieder so ein nutzloser Kram eigentlich, ne? Nervt auch so ein bisschen. Aber ich habe ja auch noch die Hälfte meines Lebens oben, wie man sieht. Sind die Keilsteine, sind die fünf Dinger da? Kann ich irgendeinen hier aufmachen denn? Da, eine ganze aus Stein gebaute Burg im deutschen König, aber da hat Eindringer erwarten. Okay. Ach, kann ich mir alles angucken hier einmal? Ah, dieser. Okay, dann gehen wir hier hin. Wenn das geht, dann gehen wir doch erstmal da rein. Gucken wir doch mal, was passiert. Das sieht doch gut aus. Ei! Ein kleiner Drache. Atmen. Ich dachte, das wäre ein Bart. Der hat ein paar Menschen im Mund. Ich dachte, der hätte ein Bart oder sowas. Das waren so Menschen, die da aus dem Mund hingen. Okay. Viel Glück. Danke. Okay. Guck mal hier hinten, ob hier irgendwas ist. Hinter uns. Ist ja oft so, ne? Wie bei Mario. Zunehmender Mondgras, okay. Was kann ich denn mit zunehmendem Mondgras machen? Was ist denn das? Achso, TP. Trefferpunkte wieder, okay. Hier ist tatsächlich jemand gestorben. Na gut, aber hier ist so ein. Wir berühren mal den Kreisstein. Ach, dann fange ich nur wieder hier an, ne? So war das, ne?
Oder ist das Ding, bin ich jetzt wieder zurückgeflattert? Nee, okay, okay. Gut. Muss ich nur wissen. Gut. Alter, hackt das? Ich hoffe, der Drache kommt nicht gleich zurück. Oh! Ich dachte, ich hätte den geblockt. Hatte ich gar nicht. Okay. Oh. Mann, ey, hab ich erwischt, der Affe. Okay. Tschüssikowski! Da ist auch noch einer da hinten. In der Fackel. Okay. Hast du zwei Wege da oben hoch? Kann ich auch durch die Tür gehen? Naja, kann ich nicht durch. Und das geht auch noch rechts hoch. Ich glaube, wir gehen erstmal rechts hoch. Nee, bringt nichts. Vielleicht versteht denn hier. Willkommen in andere Seite, ja. Willkommen in andere Seite. Das war schon wie eBay Kleinanzeigen Annoncen. So. Okay. Das Essen hier. Und los geht's. So. Serpentin bekommen, okay. Ist er eingestorben? Okay, da können wir nicht durchhauen. Da ist ein kleiner Typ, der mich abschießen will. Kriege ich ihn denn? Wie kann ich ihn denn besiegen? Da kommt er hoch, okay. Ah, da kommt noch welche, okay. Locken wir die erstmal an, weil ich glaube, ich kann nicht, wenn der da oben schießt. Das ist ja blöd. Na komm her. Steht noch einer da. Hey, wo ist denn der Gegner dahinter, der gerade eben war? Ist der da runtergeplumpst irgendwo? Okay. So. Ach, der ist echt da runtergefallen? Okay, sollten wir nicht da runterfallen. Das wäre doof anscheinend. Vorsicht, Monster weit da vorne, okay. Oh. Man muss echt aufpassen, man haut hier echt gegen die Wände und dann geht die... Mann, du Affe, ey.
Oh ja, alles kurz und klein. So. Brandbomben, 5 Stück. Okay, die kann man doch bestimmt irgendwie auswählen jetzt, ne? Guck mal. Serpentin, Halbmondgras, Brandbombe, okay. Was sagt er hier? Vorsicht, Daten weiter vorne, okay. Oh. Alter Schwede. Wir haben 2 Gegner, das ist schon wieder was anderes, ne? Ist die Geschichte, liegt die Geschichte schon wieder ein bisschen anders? Na gut. Gehen wir da rein. Vorsicht, Gegner weiter vorne. Wir gehen mal hier längs. Ach, da oben ist einer. Ah! Was hat er denn da? Der schmeißt Brandbomben. Okay, warte mal. Na, warte. So. Aber hier unten ist auch was, oder bin ich verkehrt? Seele eines unbekannten Kriegers. Auch. Nierendolch. Ein Nierendolch? Wollen wir mal gucken. Können wir mal gucken hier, den Nierendolch? Nierendolch, okay. Schaden 70, ja, ein bisschen weniger als. Na gut. Nehmen wir mal mit, kann man ja vielleicht verkaufen oder so, ich weiß das gar nicht. Aber dieser Brandmoppenheini war ja wirklich mal nervig. Was? Ich höre doch noch mehr Geräusche da. Da oben ist auch noch einer, okay. Oh, was? So ein Spast. Schnabuliere ich doch schnell was. Deine Brandbombe habe ich drauf, der Assi. Das war nicht nett. Okay, da schmeißt irgendeiner auch Brandbomben. Da ist noch einer irgendwo. Aber wo schmeißt er die hin? Ich sehe da gar keinen. Hä? Ist da oben noch einer? Na gut. Geh mal hoch. Oh! Wie gemein! Alter, da haut der mir aber so eine Brandbombe auf den Kopf. Komm ich da rein zu dem? Wie komme ich denn da hin zu dem? Gar nicht. Wie komme ich denn da hoch? Muss ich hier rausgehen? Ah, okay. Okay. So. Ah, es macht so eine Laune, da zuzuhauen. Okay. Der wirft auch die Brandbomben da, okay. Ah, jetzt ist er runtergefallen. Gut, da hinten liegt noch jemand. Ach, kann ich hier durchgehen, okay. Mann, Mann, Mann. Was ist das denn? Macht da einer auf Indiana Jones da oben? Das spinnt doch. Was geht denn hier ab?
Da ist einer mit Pfeil. Ich hab doch irgendwas gemerkt von hinten. Okay. Ah, noch ein Pfeil. Okay, wir gehen erstmal in die Richtung hier, glaube ich. Gucken, da hinten leuchtet nämlich irgendwas. Ne, wir holen uns den Pfeil, Heini. Dann schießt uns ein paar Mal in den Rücken. Das wäre natürlich auch nervig. Aber wo ist denn der? Ach, da hinten ist er. Okay. So, du Affe. Du da hinten auch noch dran. Okay. Halbmondgras, probieren wir mal aus. Was denn? Okay. Gut, also alles füllt so ein bisschen auf, aber wo geht's denn hier rein? Ist ja die Frage, was steht denn da? Eine Person wartet, sie ist schwer. Oh. Da drin wartet eine Person, die ist schwer? Natürlich ärgerlich. Aber irgendwo müssen wir mal anfangen, ne? Vielleicht können wir auch wieder rausrennen, mal gucken. Wir gehen mal rein. Hä? Vorsicht, Veteran weiter vorne. Da hinten ist so ein Typ. Okay. Oh. Oh, fuck. Scheiße. Aber wie kriege ich denn mein volles Leben wieder? Okay, jetzt kann ich da wieder hinlaufen, den ganzen Weg. Muss ich aber alle Gegner natürlich wieder platt machen, ne? Ich habe auch alle meine Seelen verloren. Oh! Shit. Na gut. Warte, hier geht's ja auch irgendwo hin? Okay, geht's runter, da können wir noch nicht hin. Oh, was mache ich denn jetzt hier? Okay. Das ist nicht so ganz geil jetzt gerade, was ich gemacht habe. Aber naja, was soll's. So, dann müssen wir den Typen noch platt machen. Doch gar nicht.
Okay. Oh. Wusstest du doch eigentlich, dass er da war. Und trotzdem hat man wieder... Dumm, oder? Da. Oh. So, gehen wir hier nochmal rein. Bevor der nochmal seine Brandbombe haut, hauen wir den lieber um, ne? So, noch so ein Sichelgras hier. Aber schneller, ne? Oh. Okay. Oh. Was macht er denn da? Warte mal. Okay. Keine Kugel? Okay. Pikinier da wieder. Oh nein, nein, nein. Das war dumm. Alter, so ein Spast. So. Okay, jetzt müssen wir überlegen, wie wir das gleich machen, denn der Boss ist ja gleich hier irgendwo, ne? Da hinten ist er. Und da vorne liegen unsere Sachen. Können wir schnell holen. So, wir haben unsere Seelen wieder. Ist die Frage, ob wir ihn da jetzt, wie wir ihn da jetzt besiegen, ne? Der ist wahrscheinlich gar nicht so schwer, nur ich bin zu feige. So, bevor wir ihn besiegen, gehen wir einmal hier hinten hin und gucken, was da hinten noch war auf der Rückseite. Also wie das ganze das Ding vibriert, ist schon ein Highlight. Oh, da ist ein blauer Typ. Was? Ich dachte, ich hätte ihn gerade...
Okay, das waren gute Schläge. Ich hätte ganz gerne, ich wollte ihn ganz gern blocken, aber ich weiß nicht, den Moment verpasst, glaube ich, so richtig. Also einen guten Moment war das nicht, ich glaube. So, hier könnte man reingehen, machen wir jetzt aber nicht. Wie gehen wir hier hin? Das ist nützlich, okay. Ich kann auch nicht sehen, ob die Gegner sind oder nicht, ne? Das ist immer das Blöde. Brandbomben, okay. Brandbomben sind wirklich nützlich wahrscheinlich. Die könnten auf den Typen da hinten werfen vielleicht. Müssen wir gar nicht gegen den kämpfen. Hier geht's runter. Oh, kommt ein blöder Geist in der Hand. Nimm dich in Acht, hier ist ein versteckter Feind, okay. Ja. Der hat da gerade selber Leute umgebracht. Aber wo ist denn der versteckte Feind, mit dem er redet? Der da unten vielleicht? Meint er den? Ich weiß es nicht. Okay, da kann man rausgehen. Oder man kann weiter runtergehen. Ja, wir gehen mal hier raus kurz. Okay, können wir nicht durch. Können wir durchrollen? Nein, auch nicht. Okay. Kann man wahrscheinlich runterspringen, oder? Nein, kann man auch nicht. Ist, glaube ich, zu hoch. Aber was kann man denn hier? Was gibt's denn hier? Versuche es mit Standardangriff. Hä? Und da sind wir gekommen, ne? Oh. Was ist da runtergefallen? Ach, das ist runtergefallen. Das kann man jetzt einsammeln. Das ist ja gut zu wissen. Kann ich auch übernehmen? Okay. Ich hoffe nicht, ist jetzt irgendwie das Ding oder? Nee, aber okay. Das ist noch gut zu wissen. Feuer. Ah, okay. Dann zwei. Warte mal. Wie schmeißt man die denn? Okay. Das war doch okay. Lass mal kurz noch ein Ding hier. Dann gehen wir mal runter. Oh! Hoch hier! Okay, der ist runtergefallen. Da kommt der nächste. Hey, wo ist der jetzt hingeknallt? Kann ich jetzt aber auch machen hier? Nein, was machst du? Hä? Kann man den nicht aufmachen jetzt hier? Hätte ich es gedacht. Anscheinend nicht. Doch da, okay. Okay, man kann Gesten machen. Das ist ein Highlight. Können wir aufhören? So. Ring des ADH. Ach, guck mal hier. Ach, das sind die Sachen, die wir. Das waren die Leute, die da hingen, die wir runtergehauen haben. Okay, das ist natürlich cool. Ich weiß zwar nicht, was wir damit machen können. Das ist irgendwie cool. Hier auch. Gut, also guck mal, was haben wir denn jetzt bekommen? Ausrüstung? Guck mal rein hier. Alles altes, zerfetztes Gewand. Hat aber mehr Rüstung als. Ja, ist nicht. Was war das noch da so? Na gut,
Vielleicht können wir es mal benutzen für irgendwas. So, jetzt haben wir eine Abkürzung freigeschaltet wahrscheinlich. Gehen wir wieder hoch da. Darf nur nicht runterfallen. Ah, hier ist er recht schnell und nicht so langsam. Das finde ich schon mal wieder ganz gut. Heieiei, da. Schon ein bisschen weit oben, ne? So, jetzt ist die Frage, ob wir den Typen da hinten mit den Brandbomben fertig machen. Oder ob wir hier reingehen in dieses. Durch diesen Tunnel. Dann kommen wir auf die andere Seite von der Brücke da. Ist die Frage, wo wir hinwollen, ne? Kann natürlich auch gleich ein Boss kommen hier. Oder wir gehen da drüben rein und schmeißen ein, zwei Brandbomben auf den. Wir sollten das erstmal machen. Stellen wir mal ein, die Brandbomben. Da. Könnte ja was werden mit dem dann vielleicht. Wenn wir den irgendwie platt bekommen. Wir probieren es mal. Okay. Okay, oh. Oh. Das war vielleicht nicht so clever, den mit der Brandbombe zu eliminieren, aber okay. Gut. Ja. Gut, aber ich glaube, fürs erste Mal war es schon ganz gut. Das heißt, wir machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Genau, liken, abonnieren und dann geht's los.